Dann habe ich den Flugs erledigt. Ja, für das Ihnen das gefallen hat hier mit den Korbschlitten, das ist ja wirklich etwas Besonderes. Das können Sie tatsächlich nur hier auf Madeira machen. Diese Korbschlittenfahrt. Ja, ja. Nee, mit diesen Korbschlitten endet das hier. Früher sind sie ganz bis runter gefahren, aber das ist jetzt seit einigen Jahren nicht mehr möglich. Sie haben ja gesehen, diese Strecke wird ja auch von Autos genutzt. Nachdem wir nun ja alle heil mit den Korbschlitten unten angekommen sind, geht es weiter mit dem Bus nach Funchal runter zu einer Weinprobe eines echten Madeira-Weins. Abschluss. Wir fahren also wieder runter ins Zentrum von Funchal. Es gibt eine Weinverkostung und zwar der typische Madeira-Wein. Es gibt ein Gläschen halb süßen Madeira-Wein zum Verkosten. Wer gerne andere Sorten auch probieren möchte, ein kleiner Unkostenbeitrag und dann können Sie auch noch andere Madeira-Weine dort in der alten Weinkellerei ausprobieren. Der Wein, der hier wächst, wird fast ausschließlich in diese sherryartigen Aperitif- und Nachtischweine verarbeitet. Das ist kein Tischwein. Wenn Sie gerne Rot- oder Weißweine trinken, die kommen in der Regel aus Portugal vom Festland. Diese typischen Madeira-Weine, die wie Sherry hergestellt werden, gibt es in vier Grundsorten. Es gibt trockene, halb süße und süße Madeira-Weine. Die trockeneren Madeira-Weine nimmt man gerne als Aperitifweine, auch schon mal ganz gern mit einem Eiswürfel drin. Das ist die etwas modernere Variante. Die süßeren Madeira-Weine sind eher Nachtischweine. Ja, nach dem Besuch der Weinkellerei steht Ihnen die Zeit zur freien Verfügung. Wer also dann gerne auf eigene Faust in der Stadt bleiben möchte, der kann sich bei mir nur kurz abmelden. Und alle Mann an Bord für heute, heißt es auf der AIDA, um 22.30 Uhr müssen Sie spätestens wieder am Schiff sein. Bis 18 Uhr abends gibt es einen Shuttle-Service, der dann von der Seilbahnstation zum Schiff zurückgeht. Günstiger dürfte allerdings ein Taxi sein, wenn Sie vier Leute sind. Dann fahren Sie für ca. 10, 12 Euro vom Zentrum zurück mit dem Taxi bis direkt zum Schiff. Ja, wir fahren natürlich mit dem Bus zurück. Sie müssen nicht selber sich den Weg zurück suchen, sondern wir fahren dann. Um 12.15 Uhr vom Zentrum, wo wir aussteigen, wieder zum Schiff zurück. Thank you.
Hier vor uns sieht man ein paar kleine Inseln auf dem Meer. Das sind die Desertas-Inseln. Die gehören auch hier zu Madeira. Die Desertas sind Naturschutzgebiet. Dort leben noch die letzten Mönchsrobben. Diese Robbenart, die hier auf der Insel zur Zeit der Entdeckung in großen Mengen vorkam, leben jetzt dort unter Schutz. Also dort wird nicht mehr gefischt. Und es ist auch außer eben einigen Meeresbiologen niemanden gestattet, die Inseln zu besuchen. Aber es gibt da tatsächlich auch nichts zu sehen. Es gibt keine Ortschaften, es gibt keine Sehenswürdigkeiten, keine Vegetation. Deshalb ist es auch für uns kein großer Verlust, wenn wir nicht auf diese Inseln dürfen. Man möchte also den Robben einfach ihre Ruhe lassen, damit sie sich wieder ein bisschen vermehren können. Nun sind wir auch gleich schon unten angekommen in Funchal und probieren dann in dieser Weinkellerei, oder wie man es nennt, diesen echten Funchalwein. Er schmeckt übrigens recht süß, zumindest der, den wir probiert haben. Und ja, es ist halt so ein süßer Sherry, ein Aperitif im klassischen Sinne. Von der Weinprobe sind wir dann übrigens nicht mehr mit dem Bus zum Schiff zurückgefahren, sondern auf eigene Faust durch Funchal. In Funchal selber haben wir uns dann ein Taxi genommen und sind zu dem Skywalk gefahren. Das ist eine ca. 10 bis 15 minütige Taxifahrt. Wir haben hin und zurück 60 Euro bezahlt. Der Taxifahrer hat auf uns oben gewartet und es war ein netter Ausflug, bei dem wir nach ungefähr einer Stunde schon wieder zurück in Funchal waren und dann den Rest der Stadt erkunden konnten. Also eine klasse Empfehlung. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch, gerne auch über ein Abo meines Kanals und klickt dabei auch bitte auf die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video mehr von mir. Vielen Dank und nun viel Vergnügen mit dem Rest des Videos. Wir steigen auch hier aus und gehen gemeinsam zur Weinkellerei. Fahren wir dann um 11:45 zum Schiff zurück. Wer also mitkommen möchte, ist bitte dann hier um 12 Uhr.